Hallo und wieder einmal ganz herzlich willkommen bei den Neuigkeiten von meinem Naturgartenbalkon. Ich möchte heute einiges erzählen über den Austausch von kompletten Nisthilfen bzw. den Austausch von Nistmaterial. Nisthilfen unterliegen ja generell demselben grässlichen Schicksal wie wir alle, sie altern. Dieses Altern ist damit verbunden, dass mit zunehmendem Alter der Nisthilfe nimmt der Anzahl an abgestorbenen Individuen in dieser Nisthilfe zu. Ich habe also immer mehr Brutzellen, in deren Inneren abgestorbene Wildbienen oder abgestorbene Wespen liegen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Das können Schimmelpilze sein, das kann die taufliege Cacoxenus sein, ein Parasit bei den Mauerbienen. Das kann Frust sein, weil die Viecher liegen ja schließlich ein halbes Jahr auf Halde und haben nicht mal die Möglichkeit, ein Smartphone zu nutzen. Sowas kann natürlich frustrieren. Kurzum, aus verschiedenen Gründen nimmt der Anzahl an abgestorbenen Individuen in dieser Nisthilfe zu. Und es gibt also zunehmend mehr Niströhren oder Halme, die komplett mit abgestorbener Brut gefüllt sind. Blöderweise sieht man das von außen nicht. So ein Verschlussdeckel schaut ja scheinheiligerweise immer gleich aus. Ja? Hinter diesem Verschlussdeckel kann jetzt sowohl eine quietschfidele Mauerbiene sitzen, die gerade sich aufs Schlüpfen seelisch vorbereitet. Da kann aber genauso gut eine mumifizierte Biene liegen. Das lässt sich von außen nicht feststellen und auch weibliche Intuition versagt hier leider komplett. Ich müsste eigentlich eine Methode finden, um festzustellen, wo ist noch Leben hinter diesem Verschlussdeckel und wo nicht. Und dazu gibt es eine ganz simple Methode, die allerdings einige Monate Zeit braucht. Es bedarf einer sündteuren und extrem aufwendigen Hightech-Ausrüstung, um dieses Verfahren zu starten. Nämlich hier. Das benötige ich also. Wasserfarben und einen Pinsel. Und ich mache jetzt nichts anderes, als mit diesem Pinsel jeweils einen Punkt zu setzen auf die Verschlussdeckel. Punkt. Das war es auch schon. Warum das Ganze? Wenn eine Wildbiene schlüpft, muss sie ja zwangsläufig den Verschlussdeckel zernagen. Also Wildbienen haben es noch nicht gelernt, durch Wurmlöcher im Hyperraum zu schlüpfen oder durch irgendwelche Meister-Geier-Beam-Effekte. Das heißt, sie müssen ganz brav und bieder durch den Vordereingang. Und den muss man eben zernagen. Beim Zernagen verschwindet natürlich dieser farbige Verschlusspunkt. Der ist nachher verschwunden. Wenn jetzt die Biene oder wenn andere Bienen in diesem Halm neue Brutzellen anlegen und abschließend wieder einen neuen Verschlussdeckel bauen, dann hat dieser Verschlussdeckel aus naheliegenden Gründen natürlich keinen Punkt. Also farbige Punkte zu setzen ist im Genom der Wildbienen eigentlich nicht vorhanden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Wildbiene wieder denselben grünen Punkt macht, den ihr gesetzt habt, dürfte bei Null liegen. Fazit, wenn ich am Ende der Saison immer noch diesen Punkt, diesen farbigen habe auf dem Verschlussdeckel, dann heißt das, hier ist ein Jahr nichts passiert. Und das heißt zwingend, dass hinter diesem Verschlussdeckel nichts mehr am Leben liegt und dass ich diese Röhre also komplett rausschmeißen kann. Das Ganze ist jetzt aber nicht so einfach. Also ich könnte jetzt sagen, nehmen wir mal an, ich habe jetzt nur Papröhrchen mit einem Durchmesser von Mauerbienen und ich sage, okay, ich warte jetzt einfach, bis die alle schlüpfen im Frühjahr und dann tausche ich das Ding aus. Das ist frommes Wunschdenken, das funktioniert nicht. Dieses Schlüpfen zieht sich über einen längeren Zeitraum hin. Das heißt, es schlüpfen immer noch welche, während die ersten bereits wieder Brutzellen anlegen. Das heißt, ihr habt nicht die Chance, den Moment abzupassen, wo alles leer ist. Das geht also nicht. Ihr könntet nun theoretisch sagen, okay, also ich warte jetzt einfach ab und jeweils, wenn eine Röhre leer ist, dann mache ich dann Korken drauf. Ja? Würde jetzt rein theoretisch funktionieren, ist relativ aufwendig und vor allem, wenn ich dann an die kleineren Arten denke, also an die Löcher- und Scherenbienen, die in so Naturstromhalmen nisten, dann wären das einige hunderte von Korken und da kriegt ihr irgendwann die Krise. Ich muss das Ganze also irgendwie leichter machen und da gibt es eine ganz originelle Methode, die es den Wildbienen ermöglicht zu schlüpfen, die aber gleichzeitig eine Wiederbesiedlung derselben Nisthilfe wirkungsvoll verhindert. Und dazu braucht ihr nichts anderes als eine Schachtel.
Das hier ist eine Schachtel. So schauen Schachteln aus. Ein lehrreicher Vormittag für euch. Und ihr packt jetzt eure Nisthilfe in diese Schachtel und verschließt diese Schachtel. Und auf der vom Licht abgewandten Seite, also hier an der Hinterseite, macht ihr jetzt ein kleines Schlupfloch. Warum das Ganze? Insekten bewegen sich in der Regel immer nach oben und zum Licht zu. Das heißt, wenn es irgendwo ein bisschen heller ist, dann findet die diesen Ausschlupf. Und alle Wildbienen oder Wespen, die in dieser Schachtel schlüpfen in der nächsten Saison, werden über dieses Loch den Karton verlassen. Andererseits, wenn sie neue Nisthilfen besiedeln, kommen sie immer vom Licht her. Das heißt, das wäre jetzt die Seite, wo ja kein Loch ist. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass eine Wildbiene dieses Loch findet, A, und B, dort reinschlüpft und C, dort neue Brutzellen anlegt. Also bei mir war es bisher nie der Fall. Es soll aber schon passiert sein und gerade Mauerbienen sind ja zu allem fähig. Ich mache es noch zusätzlich so, dass ich diese Schachtel relativ tief stelle. Also normalerweise suchen die eher so in Augenhöhe, in Bodennähe findet man sie eigentlich nicht. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr irgendwann folgendes Ergebnis. Ihr seht jetzt hier einige Deckel, vor allem die kleineren, wo noch der farbige Punkt ist. Ihr seht aber auch viele leere, offene Röhren, wo zum Teil noch die farbigen Markierungen, die angefressenen, drauf sind. Und das heißt, sowohl die leeren kann ich jetzt sauber machen und ich kann auch die mit den Verschlusspunkten kann ich komplett austauschen. Hier noch ein anderes Beispiel. Ich wechsle die Farbe von diesem Punkt in jedem Jahr. Also damit kann ich die zeitliche Abfolge ein bisschen genauer anschauen. Also ich weiß, wie hoch die Sterblichkeitsrate in jedem Jahr ist. Und hier war die Reihenfolge gelb, rosa und grün. Grün sind also die Niströhren, aus denen in diesem Jahr noch etwas schlüpfen sollte. Die anderen sind bereits abgestorben und ihr seht auch hier, der Prozentsatz ist relativ hoch. Also hier könnte man sich auch überlegen, tausche ich das ganze Ding aus oder nicht. Wenn ihr die Röhren und die Halme lose drin habt, dass die nur durch die Menge, durch die dichte Packung halten, dann ist es natürlich einfach, dann braucht ihr nur die Halme rausziehen, könnt also auch einzelne Halme austauschen. Wenn ihr dagegen eine Dose habt, wo ihr die Halme in Gips eingebettet habt, dann geht es natürlich nicht, dann müsst ihr die ganze Dose komplett austauschen. Funktioniert aber recht gut. Also nochmal zusammenfassend, ihr markiert am Ende der Saison bzw. vor Beginn der nächsten die Verschlussdeckel mit einem farbigen Punkt. Jetzt wäre so die letzte Gelegenheit. Die ersten Mauerbienen schlüpfen Mitte März, dann ist es zu spät. Also jetzt ging es noch. Am Ende der Saison schaut ihr, wo ist dieser Punkt immer noch drauf und diese Röhren sind definitiv abgeschlagen, beziehungsweise die Brut hinter diesem markierten Verschlussdeckel. Und das könnt ihr dann in aller Gelassenheit austauschen. Also vielleicht natürlich stören diese Zellen mit abgestorbenen Bienen nicht, aber sie stehen halt nicht mehr zur Besiedlung zur Verfügung. Ihr könnt auch natürlich einfach zusätzlichen Nistraum anbieten. Das wäre eine andere Methode, aber es wäre eben auch eine Option, dass ihr diese Nisthilfen komplett austauscht. Zur Reinigung dann habe ich noch ein eigenes Video gemacht, da möchte ich da nicht näher drauf eingehen. Was ich euch vielleicht noch kurz vorstellen möchte, wenn ihr so einen Blick in diese Röhren werfen wollt und zum Beispiel zu schauen, ist ganz hinten eine Brutzelle besetzt oder nicht, da gibt es ein ganz originelles Werkzeug. Das sieht so aus. Wenn ihr jemals beim HNO wart, dann kennt ihr das vielleicht, das ist ein Otoskop. Damit checkt er euren äußeren Gehörgang. Hat hier einen Schiebeschalter, über den ihr ein Licht anschalten könnt. Hier seht ihr es. Und damit könnt ihr jetzt in diese Löcher hineinschauen. Ihr seht ein leicht vergrößertes Bild und habt gleichzeitig diesen gebündelten Lichtstrahl, der bis hinten in die Tiefe der Zellen leuchtet. Gibt es bei Amazon relativ günstig und finde ich, ist eigentlich eine ganz originelle Idee. Ich habe es gesehen auf einem Seminar von Volker Fockenberg und war gleich völlig begeistert und habe mir natürlich so ein Teil zugelegt. Also das mal nur so, wenn ihr nicht wisst, was ihr euch schenken lassen sollt, ein Otoskop für die Wildbienen kann man immer gebrauchen. Damit wären wir wieder am Ende.
danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt auf mehr Videos, abonniert meinen Kanal. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut, wenn es heißt Neues von meinem Wildbienenbalkon. Macht's gut und ciao.